Ja, moin zusammen von der Bremer Brücke. Wir melden uns hier heute in der ersten Einstellung von der VfL Ersatzbank, die übrigens in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob ihr es schon bemerkt habt, ein bisschen umgezogen ist. Wir sind nicht mehr mit der VfL Bank eher Richtung Westen orientiert, sondern Richtung Ostkurve. Das war auch ein Wunsch vom VfL-Cheftrainer Daniel Scherning, damit die Mannschaft so ein klein bisschen noch näher an der großen Atmosphäre hier der Bremer Brücke teilhaben kann. Wie es im Übrigen in dieser Woche ausgesehen hat, wir haben uns ja vorbereitet auf das erste Saisonheimspiel gegen den SVW in Wiesbaden, jetzt am kommenden Samstag. Wie es ausgesehen hat in der Vorbereitung, da zeige ich euch einen kleinen Ausschnitt. Ich habe die Woche einen Bericht gemacht vom Training und mich nach dem Training nochmal mit VfL-Linksverteidiger Manuel Haas unterhalten. Einen kleinen Ausschnitt daraus, den zeige ich euch jetzt nochmal. So, Manuel Haas ist bei uns nach dem Mittwochvormittagstraining. Manu, aufs Training kommen wir gleich nochmal. Kommen wir doch mal ein bisschen auf die letzten beiden, / auf das letzte Spiel. Denn als wir die Vorstellung gehabt haben seinerzeit im Stadion und wir beide so ein bisschen durch die Bremer Brücke geschlendert sind, da hast du mit großen Augen in die Runde geguckt mit der Erwartung, was hier denn wohl kommen wird. Letzte Woche das unglaubliche Spiel gegen Werder Bremen. War das Gefühl so, wie du es dir vorher erhofft hast, als du gekommen bist? Ich muss ehrlich sagen, ich war sogar mehr als überrascht. Also allein beim Einlaufen, wo man gemerkt hat, wie das Lied eben gekommen ist, war einfach unglaublich, das Gefühl von Gänsehaut, muss man ehrlich sagen. Also das schon lange nicht mehr gehabt und macht eben Lust auf mehr. Und auch im Spiel immer wieder richtig für Stimmung gesorgt und eben wie vorhin erwähnt, macht Lust auf mehr. Zwei Spiele habt ihr bisher, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Ein Unterzahlsieg in Saarbrücken 2:1 und 2:0 dann in letzter Minute mehr oder weniger und mit der zweiten Hälfte Abwehrkampf mehr oder weniger, 2:0 dann gegen Werder Bremen. Ist das ein Start, wie man sich ihn als Mannschaft auch einfach wünscht, um gut in die Saison reinzukommen? Wie wichtig war das auch? Naja, wir haben sehr viel erlebt in den ersten zwei Spielen, muss man ehrlich sagen, aber das schweißt uns noch mehr zusammen und macht uns Mut für die nächsten Aufgaben. Und ich denke, so wie wir die zwei Sachen jetzt erledigt haben, können wir positiv in die Zukunft blicken. Wenn du diese beiden Spiele und eure Leistung dann nimmst, was würdest du sagen, wo steht ihr derzeit? Ja, ich finde, man hat auch gesehen, wie gegen Werder Bremen eine sehr gute Mannschaft, die sicher auch in der zweiten Liga oben mitspielen wird, dass wir dagegen halten können, dass wir auch, was eigentlich nicht unser Spiel ist, aber mal defensiv gut stehen und versuchen, eine sogenannte Abwehrschlacht zu machen, aber auch gegen Saarbrücken hat man gesehen, wir waren halt zweimal weniger, aber wir haben das Spiel eigentlich relativ dominiert und haben eigentlich die Angriffe vom Gegner sehr gut abgewehrt. Abschließend, wie groß ist die Vorfreude, wieder mit großen Gesängen an der Bremer Brücke einzulaufen? Ja, wie gesagt, man freut sich einfach sehr auf die Spiele zu Hause und Man spricht auch in der Kabine drüber, also es ist jeder 100% motiviert für Samstag. So, jetzt sind wir mal umgezogen Richtung Firmenbox, ganz oben auf der Nordtribüne vom Stadion. Das ist ein bisschen hell, glaube ich, gerade im Hintergrund, da werdet ihr nicht ganz viel sehen, aber hier wirklich die schönste Aufsicht, finde ich, im ganzen Stadion, knapp unterhalb der Medientribüne, wo ich dann beim Spiel auch immer sitze, zusammen mit den Kollegen. Medien sind das richtige Stichwort. Die Spieltagspressekonferenz in dieser Woche eben zum Spiel gegen den SVW in Wiesbaden fand statt am Donnerstag mit VfL-Cheftrainer Daniel Scherning und mit Mittelfeldspieler Uli Taffertshofer. Und zwei beispielhafte Aussagen der beiden habe ich euch in diesem Fall zum Spiel noch mal kurz zusammengeschnitten. Die hört ihr jetzt. Ja, zum Gegner erwartet uns eine sehr robuste, physisch starke Mannschaft, die sehr gut verteidigt. Das zeigen auch die drei Spiele, die drei Pflichtspiele, die sie bisher hatten. Sind in beiden Punktspielen kein Gegentor kassiert, haben sehr wenig Torschüsse und auch Chancen der Gegner zugelassen. Sind eine Mannschaft, die sehr große Spieler in ihren Reihen hat, also auch bei Standards sicherlich gefährlich sein wird. Gutes Gegenpressing spielt und für die dritte Liga eine gute Qualität auch besitzt. Nichtsdestotrotz liegt auch da wieder der Fokus natürlich bei uns. Uli hat es gerade angesprochen, wir haben eine gute, konzentrierte Woche auch schon gehabt. Wir haben den Fokus dann auch deutlich Richtung Wiesbaden gelegt und auch konzentriert mit viel Selbstvertrauen durch die Spiele, die wir bis jetzt hatten, auch gearbeitet. Und freuen uns auf das Spiel vor mehr Zuschauern als zuletzt. Und ich denke, wir sind sehr, sehr gut vorbereitet. Man hört es immer wieder mal von den Fans. Also ich glaube, bei den Fans ist es gerade vielleicht viel präsenter wie bei uns in der Truppe. Bei uns in der Truppe war es eigentlich gar kein Thema.
Ja, ich selber, ich musste auch zuschauen, tat richtig weh damals. Aber das ist Schnee von gestern. Ich denke, dass wir vielleicht, oder wir geben auf jeden Fall alles, dass wir möglichst 3 Punkte zu Hause lassen am Samstag, damit der ein oder andere Fan vielleicht das Erlebnis von damals ein bisschen aus den Köpfen bringt. So, umgezogen in die Ostkurve, wo natürlich hoffentlich auch am Samstag wieder ein Emotionsorkan losbricht, genauso wie am vergangenen Samstag im Erstrunden-DFB-Pokalspiel, als wir den SV Werder Bremen aus dem Pokal geworfen haben. In der Ostkurve habe ich in dieser Woche nochmal gestanden, und zwar mit VfL-Neuzugang Hakko Traoré. Und einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview, das ihr ansonsten natürlich immer noch in der Playlist Interviews bei uns auf VfL-TV YouTube findet, das zeigen wir euch jetzt. Ja, die Gespräche mit den Verantwortlichen waren durchweg positiv. Da kannte ich natürlich auch noch welche aus der Jugendzeit. Das Gespräch dann mit dem Trainer oder die Gespräche mit dem Trainer haben mir dann auch ein gutes Gefühl gegeben, dass die Spielidee zu mir passen kann. Und grundsätzlich natürlich auch die Chance, dann mal hier im Stadion zu stehen, auf dem Feld, früher dann immer auf der Tribüne. Aber die Chance wollte ich mir nicht nehmen lassen, dass ich mal hier auf dem Feld stehen darf. Und bin stolz, dass ich hier sein darf, oder? Und dankbar auch. So, und wenn ihr diese Sendung seht, dann gibt es möglicherweise sogar noch freiverkäufliche Tickets für das Spiel gegen den SVW in Wiesbaden. Also an alle von euch, die noch kein Ticket haben, aber überlegen, zum Spiel zu kommen, schaut unbedingt in unseren Ticketshop unter www.vfl.de/tickets, ob es möglicherweise noch verfügbare Kontingente gibt. Wir würden uns natürlich freuen, die Maximalkapazität von rund 6.700 Fans hier am Samstag zu reißen. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Der letzte Merch-Tipp fehlt natürlich noch, wie in jeder Sendung. So, und jetzt sitze ich schon auf den regenbogenfarben bemalten Stufen des Affenfelsens und habe das schöne The Bridge to Your Heart Shirt, das wir gemeinsam mit den Freunden der Brigade Nord von 1516 aufgelegt haben, gerade an. Dieses Shirt gibt's, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, für 29,95 Euro bei uns im Onlineshop. Und das Schöne daran ist, 5 Euro von jedem Kauf gehen direkt an die Unterstützung der Seebrücke, die sich für humanitäre Zwecke einsetzt. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da nochmal im Onlineshop vorbeischaut. Vielleicht, wie gesagt, dieses Shirt gibt's in der lila und in der weißen Variante. Vielleicht ist es ja was für euch. Ansonsten machen wir die Sendung in diesem Moment zu und ich freue mich jetzt schon wie Bolle drauf, möglichst viele von euch morgen am Samstag beim Heimspiel gegen den SVW in Wiesbaden zu sehen. Und dann wollen wir natürlich hoffentlich den nächsten Heimsieg dieser Saison feiern. Also bis dahin, bleibt dem VfL treu und bis morgen gegen den SVW in Wiesbaden.